Wir Grüne stehen für den Ausstieg aus der Atomkraft und den Einstieg in die erneuerbaren Energien. Denn wir glauben, dass die Atomkraft weder eine billige Energieart ist, noch eine sichere. Und vor allem behindert es den konsequenten Einstieg und die Investitionen in Wind, in Sonne und die anderen erneuerbaren Energien. Zwanzig Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe ist Atomkraft immer noch eine Dinosaurier-Technologie. Deshalb Atomkraft no. Ich bin für den Ausstieg, weil ich denke, dass das Risiko eines Unfalls mit sehr, sehr vielen Toten und Verletzten viel zu groß ist, weil das Endlagerproblem nicht gelöst ist und weil es sich auch um eine Lüge handelt, wenn immer behauptet wird, dass Atomkraft CO2-neutral wäre. Am Sonntag jährt sich zum 23. Mal die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Nach wie vor ist Atomkraft mit einem hohen Risiko verbunden. Wir sagen, man darf dieses Risiko nicht unter den Teppich kehren. Vor allem ist die Endlagerfrage, Asse lässt grüßen, nach wie vor ungeklärt. Deshalb unverständlich, wie FDP und CDU-Landesregierung eine Laufzeitverlängerung fordern kann. Wir sagen, oder ich sage ganz klar, mit uns wird es keine Laufzeitverlängerung geben und der Atomausstieg, den wir festgelegt haben, bei dem wird es bleiben. Wenn man sich jetzt überlegt, Atomkraft ist nicht nur was, was irgendwie im großen, weiten Rund in der Welt passiert. Atomkraft trifft uns auch hier, muss nur nach Neckarwestheim gehen. Hat ein riesen Einzugsgebiet von über 1 Million Menschen, die alle dadurch gefährdet sind. Atomkraft ist noch keine sichere Technologie, die Risiken sind einfach zu hoch. Deswegen Atomkraft abschalten, Neckarwestheim abschalten.